Hallo, LibreOffice Writer. Erste Schritte mit regulären Ausdrücken. Viele Aufgaben eines Datenjournalists kann man mit Suchen und Ersetzen lösen. Zum Beispiel in LibreOffice Writer. Für komplexere Suchen und Ersetzen gibt es die sogenannten regulären Ausdrücke. Diese werden von vielen einfachen Texteditoren, wie zum Beispiel in den kostenlosen Open-Source-Anwendungen Text Wrangler für Mac oder Notepad++ für Windows unterstützt. Wie man mit Suchen und Ersetzen einen Text bereinigen kann, werde ich nun an einem Beispiel demonstrieren. Dafür habe ich eine Liste gewählt, in der alle Leerzeichen fehlen. Dieses Phänomen tritt in der Arbeit öfters auf, zum Beispiel, weil der Text mit einer OCR-Software Bild-zu-Texterkennung erstellt oder aus einem PDF-Dokument kopiert wurde. Hier ein Beispiel: Die Liste der ehemaligen Bundespräsidenten der BRD kopiert von der entsprechenden Wikipedia-Seite. Als erstes kann man alle Klammeraufzeichen ersetzen durch ein Tape, das von Excel oder LibreOffice Calc als Spaltenwechsel interpretiert wird. So zum Beispiel als regulärer Ausdruck ersetze Schrägstrich, Klammer auf, durch Schrägstrich T für Tabulator. Durch Bearbeiten, Suchen und Ersetzen, dann hier Suchen nach, Klammer auf. Bei einem regulären Ausdruck Schrägstrich, Klammer auf. So wird Klammer auf als das Zeichen, als Klammer auf gewertet und nicht als regulärer Ausdruck. Und dann ersetzen durch Schrägstrich T für Tabulatorzeichen. Und dass es ein regulärer Ausdruck ist, muss man noch extra angeben. Und zwar unter Mehr Optionen und dann hier anklicken Regulärer Ausdruck. Und dann einfach auf Ersetze alle drücken. Damit das hier noch einheitlich aussieht, kann man hier noch die Tabulatorbreite verändern. Und zwar wieder rückgängig machen durch den ganzen Bereich anklicken oder nur für eine Zeile mit Format Absatz Tabulator. Oder für das ganze Programm, das ganze Dokument, Extras, Optionen, dann LibreOffice Writer, Allgemein und hier den Wert ändern bei Einstellungen, Tabulatorenabstand. Den setze ich einfach mal auf 3,05. Okay, und dann das Ganze nochmal. Schrägstrich T, regulärer Ausdruck, ersetze alle und dann sieht das auch schon ganz einheitlich aus. Nun die schließenden Klammern entfernen. Als regulärer Ausdruck ersetze Schrägstrich, Klammer zu, durch kein Zeichen, also man muss kein Zeichen angeben, aber das geht hier in diesem Fall auch ohne regulären Ausdruck. Suchen und ersetzen, einfach Klammer zu und hier nichts angeben, regulärer Ausdruck, einfach wegknipsen, entfernen, dann ersetze alle. Okay. Dann nun die Minuszeichen durch ein Tape ersetzen, als regulärer Ausdruck zum Beispiel Schrägstrich Minus und dann Schrägstrich T für Tape. Nun wieder mehr Optionen, regulärer Ausdruck und ersetze alle. Und es funktioniert nicht, denn ein Minuszeichen ist nicht gleich ein Minuszeichen. Es kann auch ein Strich mit einem anderen Code dahinter sein. Also, wenn man nicht weiß, was das für ein Zeichen ist, dann gibt es noch das einfache Kopieren
und einfügen. Kopieren, einfügen. Einfach ohne regulären Ausdruck. Oder mit regulären Ausdruck. Besser noch. Dann das Zeichen. Das reicht hier. Und dann ersetzen durch Schrägstrich T. Ersetze alle. Dann sieht das schon so aus. Nun die Malzeichen, also das Sternchen entfernen. Als regulärer Ausdruck Schrägstrich Sternchen. Und dann wieder kein Zeichen. Oder das geht auch ohne regulären Ausdruck. Also weg damit. Einfach nur Sternchen und hier nichts reinschreiben. Ersetze alle. Und dann ist das das Ergebnis. Okay. Und dann der nächste Schritt. Die Daten sind nun schon sehr gut strukturiert, aber die Namen sind noch nicht korrekt. Vor- und Nachnamen kleben noch aneinander. Man müsste nach jedem Kleinbuchstaben, auf den ein Großbuchstabe folgt, ein Leerzeichen setzen. Solch eine Aufgabe lässt sich nicht mehr mit einem einfachen Suchen und Ersetzen lösen. Theoretisch müsste man jede Kombination von Klein- und Großbuchstaben suchen. Als regulärer Ausdruck würde das dann so aussehen. Suchen nach. Schon mal hier anklicken. Regulärer Ausdruck. In Klammern. In eckigen Klammern A minus Z. Dann ja. In Klammern und in eckigen Klammern Groß A minus Groß Z. Okay. Ersetzen durch und hier Dollarzeichen 1, Leerzeichen Dollarzeichen 2. Durch den verwendeten regulären Ausdruck werden beliebige Kombinationen aus Klein- und Großbuchstaben gefunden. In Klammern, in eckigen Klammern A minus Z, ein beliebiger Kleinbuchstabe, in Klammern, in eckigen Klammern Groß A minus Groß Z, ein beliebiger Großbuchstabe. Der erste Teil in Klammern und der zweite Teil in Klammern. Wenn etwas gefunden wird, wird es ersetzt durch Dollarzeichen 1, was im ersten Teil in Klammern gefunden wurde, und Dollarzeichen 2, was im zweiten Teil in Klammern gefunden wurde. Okay, ersetze alle. Was hier noch gemacht werden muss, ist Groß- und Kleinbuchstaben, also Groß- und Kleinschreibung beachten. Also muss man hier noch ein Häkchen setzen, also das Ganze nochmal zurück, einen Schritt zurück. Bearbeiten, suchen und ersetzen. Dann das Ganze nochmal, genau. Mehr Optionen, regulärer Ausdruck, Groß- und Kleinschreibung beachten. Und dann ersetze alle. Und dann funktioniert das. Okay. Die Zeichen, die Steuerzeichen, kann man sich übrigens anschauen durch Ansicht Steuerzeichen. Das ist das Zeichen für ein Tape und das ist das Zeichen für Enter. Nun kann man sich das Ganze auch in ein Tabellendokument, in das Programm LibreOffice Calc kopieren. Einfach alles markieren, dann bearbeiten, kopieren, Datei neu, Tabellendokument anklicken, dann bearbeiten, einfügen, Inhalte einfügen hier, dann unformatierter Text, dann OK. Dann ist hier das Trennungszeichen Tabulator schon richtig angegeben. Dann auf OK und fertig ist die Tabelle. Ciao!
und viel Glück.